Moin meine Leute und herzlich willkommen hier zum 6. Spieltag der IPL. Es geht ran gegen Vincent Vince und seinen Kader Leaving You Behind. Ein wunderschöner, ein Logo, ein tolles Logo. Also der Kader ist jetzt nicht so schön, das Logo dafür aber sehr. Das wollte ich irgendwie damit ausdrücken. Und das ist ein ganz wilder Spieltag, weil Vince hat mir geschrieben, ey, lass mal kämpfen, heute. Und haben wir gemacht. Es ist aber eigentlich noch vor Spieltag 5. Und es ist alles ein bisschen merkwürdig. Das Teambuilding ist so hingeklatscht und ich hoffe, das klappt irgendwie. Ich gehe mal davon aus. Gucken wir uns erstmal Vince seinen Kader an und dann sehen wir weiter. In Vince seinem Kader sehen wir Zapdos, Latios, Akani, Xerox, Nachtara, obviously, Galas, Mokmok, Inteleon, Golgantis, Karadonis, Vilje und Mamfaxo. Mamfaxo ist mal ein D-Pick, den ich richtig dick fühle. Und ja, hier kann man auch sagen, defensiv gesehen ist der Kader ganz in Ordnung. Wir haben Nachtara auf jeden Fall. Nachtara ist immer so ein bisschen krebsig, aber nichts, was man nicht in den Griff kriegt. Xerox kann auch böse sein, wenn er defensiv ist. Dasselbe gilt für Zapdos. Aber beide Pokémon können eben auch offensiv gut agieren. Ich habe schon ein bisschen Angst vor den Offensiven, muss ich sagen. Also so Latios ist eine Nummer. Inteleon ist eine Nummer. Golgantis kann auch schwierig werden, aber da haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Check für. Und Akani, ja, Akani kann man sehen, der sieht eigentlich auch gar nicht so bad aus gegen meinen Kader, to be honest. Aber dann auch eher offensiv, glaube ich. Also auch vor dem müssen wir uns so ein bisschen natürlich in Acht nehmen. Mamfaxo, ich mag den wirklich gern. Aber ob der hier was zu suchen hat, weiß ich nicht. Karadonis, ja, vor dem habe ich keinen großen Respekt, muss ich sagen. Vivie schon wieder ein bisschen mehr, weil Vivie kann auch ekelhaft werden. Gerade wenn es so dann mit Antikraft losgeht. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wenn Vince sowas fährt, dann spreche ich ihm aber auch offiziell seine Ehre ab. Ja, das ist auf jeden Fall so der Kader. Wie gesagt, die größte Befürchtung habe ich eher vor der Offensive. Deswegen sehe ich auch einen eher offensiven Kader auf uns zukommen. Und bin sehr gespannt, ob das so sein wird oder nicht. Wir gucken jetzt aber erstmal, was ich so in 15 Minuten zusammengebastelt habe. Und wie jeden Spieltag geht es eigentlich los mit Zeraora. Wir spielen das heute mit Offensivweste, weil wir so ein bisschen switchen in Zapdos sind. Und da ist Offensivweste eigentlich ganz nice. Wir haben natürlich den Voltabsorber als Fähigkeit, logisch. Wir spielen die Plasmafäuste, Abschlag, Ableithieb und den Steigerungshieb. Sind auch so sehr offensiv, auch hier wieder mit dem harten Wesen unterwegs und können dadurch so ein bisschen pum 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 pow mäßig unterwegs sein, ne? Du weißt, Bene-Style. Pokémon Nummer 2 ist wieder mal Demeteros, auch das spielen wir wieder mal. Ich glaube, das 6 von 6 Spieltagen mit Überresten gespielt, auch heute wieder mit den Überresten natürlich unterwegs. Wir haben auch wieder Sandgewalt als Fähigkeit, klar, wir dürfen rohe Gewalt ja leider nicht spielen. Das wäre sehr schön, das würde mehr Spaß machen irgendwie. Wir haben Erdbeben, Steinkante, Erdanziehung auch wieder dabei und den Schwertanz. Grundsätzlich sieht das sehr nice aus, weil im Wind sein Kader gibt es gar nicht so krass viel Fliegendes, wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe. Wir haben da Zapdos, Latias und Mok kann potenziell mit Schnee bekommen, muss aber gar nicht unbedingt, aber wird wahrscheinlich eher als ohne. Deswegen aber Erdanziehung und dann Erdbeben-Spam. Pim, 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 let's go. Schon ziemlich wild eigentlich. Pokémon Nummer 3 ist Skelabra. Das kommt mit dem Wahlschalter her und Feuerfänger als Fähigkeit. Der Wahlschalter ist aber eigentlich gar nicht so dafür da, um uns zu Wahlschalen, sondern um den Gegner zu Wahlschalen. Und zwar nach Tara. Weil offensichtlicher Switchen ist nach Tara in denen, weil to be honest, so richtig was krasses kann der nicht. Klar, seine Feuerattacken treffen neutral auf Nachtara, aber Nachtara ist ein Biest, das wird dem nicht wirklich viel machen. Der kann dann so Ekelzeug machen wie Wunschtraum, Schmarotzer, der kann seinen Wunschtraum natürlich auch passen und. Also ganz unangenehmes Pokémon, gerade wenn man Skelabra dabei haben möchte. Aber Skelabra sieht sonst ganz nice aus, deswegen habe ich den sehr gefühlt. Nachtara wollen wir wie gesagt tricken, dann wollen wir auf Delegator gehen und dann wollen wir so ein bisschen Spam, Spam, Spam mit Flammenwurf und Spukball. Pokémon Nummer 4 und er ist mal wieder dabei. Es ist der Zangenklaus, es ist Piontragi. Wir spielen das heute speziell defensiv mit dem Giftschleim als Item und Kampfpanzer als Fähigkeit. Heißt sie so auf Deutsch? Ich glaube ja tatsächlich. Und zwar gibt es da im gegnerischen Kader dieses Pokémon namens Inteleon und das spielt man eigentlich sehr, sehr gern mit so einem Crit-Set. Also mit seinem Snipeshot heißt das glaube ich auf Englisch, oder? Wie heißt das auf Deutsch?
Ich komme gerade nicht, sein Signature-Move auf jeden Fall. Der hat eine erhöhte Crit-Chance, dann Scope-Linse drauf und dann crittet man ganz dolle. Und das ist uncool. Aber Panzer Aeron kann nicht... Pion Draghi meine ich. Kann nicht gecrittet werden, dank der Fähigkeit Kampfpanzer. Wir haben als Attacken dann noch den Nachthieb dabei, den Gift-Hieb, die Giftspitzen natürlich auch noch, weil die sehen auch wieder sehr cool aus. Und noch Verhöhner, genau. Und der darf natürlich nicht fehlen. Es ist Primaren. Also Primaren hat sich so in den letzten Jahren wirklich zu einem meiner absoluten Lieblings-Pokémon entwickelt. I don't know warum, aber ich liebe dieses Pokémon. Wir haben einen ganz komischen EV-Split, aber der ist ganz cool. Wir spielen Überreste drauf, wir spielen Sturzbach drauf. Als Attacken haben wir Siedewasser, Mondgewalt, Delegator, Gedankengut. Ja, Shoutouts gehen raus, ne? An die Kommentare, Alter. Und Pokémon Nummer 6 ist Smogmog und das ist auch der angesprochene Check für Golgantis, denn wir spielen Smogmog hier sehr physisch defensiv mit Schwebe. Das heißt, die Bodenattacken von Golgantis treffen uns schon mal nicht und wir tragen kein Item, das heißt, Poltergeist trifft uns nicht. Finde ich sehr angenehm, weil Golgantis ist eigentlich auch so ein recht unflexibles Pokémon, glaube ich. Was spielt man darauf? Schwächenschutz, Steinpolitur, Erdbeben, Poltergeist, vielleicht noch Tarnsteine oder irgendein Coverage-Move, den man unbedingt braucht. Brauche aber gar nicht unbedingt, weil Erdbeben und Poltergeist gegen uns eigentlich reichen würden, wenn da nicht dieses Smogmog-Set wäre. Ansonsten haben wir halt die Matschbombe dabei, Flammenwurf, Toxin und den Leitteiler. Toxin ist hier vor allem dafür dabei, falls er sich denkt, so, ich schicke Zapdos rein, dann triggern die Giftspitzen nicht. Ich schicke Latios rein, dann triggern die Giftspitzen nicht. Unangenehm, aber mit Toxin können wir das so ein bisschen preventen und das ist ganz cool. Und ich denke mal, ja, schauen wir mal, ob Smogmog heute noch was macht. Mal gucken. Ja, und das sind unsere 6 Pokémon, die wir heute mitnehmen. In den Kampf gegen die Ligaleitung quasi, gegen Vincent. Bin sehr gespannt auf den Kampf. Vince hat keine sehr gute Statistik gegen mich. Und ich möchte diese Statistik sehr gerne aufrechterhalten, bin ich auch ehrlich. Und was ich vor allem möchte, sind 3 Punkte, um in der Tabelle noch ein bisschen hochzukrabbeln. Ich habe es echt nötig. Also, ich muss sagen, so ein bisschen Erfolgserlebnis brauche ich schon noch, auch ein bisschen. Also, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? So, und du likest jetzt das Video, gibst ein super Thanks und dann viel Spaß beim Kampf, Digga. Hallo Leute und damit herzlich willkommen hier im Kampf gegen Vincent. Wir sehen ein, ja, wie nennt man das denn nochmal gleich? Ich hab's vergessen, dummerweise. Scheiße, Golgantis, genau. Golgantis, das sehen wir. Wir sehen ein Zapdos, aber besser als Zapdress. Wir sehen Nachtara, na klar, warum auch nicht. Latios ist dabei. Wir sehen Inteleon. Und Mamfaxo ist tatsächlich dabei, wow. Okay. Das heißt für mich aber, relativ free, Spammerino von so Feuersturm, so Flammenwurfmäßig. Mit was leaden wir denn hier? Also seine Leads, da gibt es mannigfaltige Optionen, gar keine Frage. Ja, da können wir, haben wir Switch-ins. Theoretisch könnten wir direkt mit Kerzenglas rein. Ich gehe einfach mal mit Kerzenglas rein, weil ich glaube, so, nach Tara zu tricken wäre ganz wild. Mamfaxo zu tricken wäre ganz wild. Einen von den beiden zu kriegen wäre nice. Und den Trick würde ich schon gern loswerden. So, dass Golgantis dabei ist, ist grundsätzlich keine so schlechte Information. Ich trage mir die ganzen Pokémon nochmal eben ein. Wir haben Golurk einmal. Wir haben Zapdos. Wir haben Umbreon, also nach Tara. Natürlich dabei. Latios ist dabei. Dann hatten wir noch Inteleon, der heißt auch einfach nur Inteleon. Und zu guter Letzt haben wir noch Mamfaxo, das ist Munchlax. Richtig. Der ist aber nicht Level 5, sondern Level 100 ebenfalls. Und wahrscheinlich eher mit Eviolite als mit allem anderen. Der ausgerechnet. Okay. Jetzt ist die Frage, Zapdos gegen Scalaper, gegen Chandler. Der macht schon guten Schaden. Dem den Wahlschall zu tricken, habe ich wenig Bock. So richtig. Also wir haben Switch-In theoretisch mit Donnerklaus. Wir könnten einfach an Donnerklaus gehen, ist mir relativ Rainikowski. Wenn er jetzt direkt offensichtlich in nach Tara geht,
habe ich eine verpasste Chance gehabt, dooferweise, aber ist eben so denn. Und mit Zapdos zu leaden ist auch ganz wilde Geschichte. Ich hoffe, er drückt nicht irgendwie so toxic oder so ein Shit. Da hätte ich wenig Bock drauf, muss ich sagen. Und da müssen wir halt mal gucken, was Flapper denn für ein Zapdos ist so insgesamt. Und ich werde nebenbei einfach auf ganz gemütlich, es geht gegen Vince. Es ist offensichtlich, wir müssen auch nebenbei Kaffee trinken, ist klar. Je nachdem, was es für ein Zapdos ist, geht er einfach für Kehrtwende. Was könnte das denn für ein Zapdos sein? Der geht doch nicht einfach für Kehrtwende. Oder er wollte einfach den Schaden fressen. Kehrtwende. Okay. Und was kommt jetzt hier rein? Direkt Golurk, also Golgantis. Ist das ein Ding? Davor muss ich natürlich Angst haben, obviously. Aber wir haben halt Smogmog potenziell. Das sehe ich nicht als riesige Problem. Klar, mit Zarauer können wir da nicht drin bleiben in dem. Das ist offensichtlich so. wenn nach Tara kommt, könnte man drinbleiben und mal einen Ableithieb zwirbeln. Ich möchte aber auch ungern eigentlich ein Toxin abkriegen, to be honest. Also, das Ding ist, alles gar nicht so einfach. Alles gar nicht so einfach. Rheuma-Liga. Es ist aber nach Tara. Will der einfach Toxin drücken? Will ich da lieber rausgehen auf sowas wie Zangenglaus zum Beispiel? Und Giftspitzen legen? 1, 2, 3, 4 Pokémon treffen wir mit Giftspitzen, ne? Eine Option ist es. Besser als jetzt Ableithieb zu drücken. Ich glaube, wir könnten auch einfach mal Ableithieb drücken, to be honest. Aber muss das? Muss das? Klar, eigentlich ist Piontragic unser Switching in Inteleon. Und ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass der jetzt irgendwie so einen richtigen Stirsel macht. Wobei, so Schmarotzer sollte auch nicht krass wehtun. Ja, nee, das tut echt nicht so weh. Wir haben ja den Giftschleim auch noch dabei. Und Giftspitzen zu legen, wäre wild. Klar, kann mit Zapdos natürlich auflockern drücken. Das ist klar, kann er das machen, wenn er will. Muss er jetzt meinetwegen nicht unbedingt. Muss ich auch ehrlich zugeben, aber wenn er das will, kann er das machen. Ja, es kommt einfach Schmarotzer. Ja, ich denke mal, das ist relativ fein. Das macht jetzt nicht besonders viel Schaden. Wir kriegen unseren schönen Giftschleim. Und ich würde einfach mal auf die Giftspitzen klicken. Also, to be honest, klicke ich einfach mal auf die Giftspitzen. Wir haben Schmarotzer gesehen auf Nachtara. Schmarotzer. Das ist in Ordnung, denke ich. Hier, also er kann auch drin bleiben einfach mit Nachtara, das ist klar. Er kann jetzt einfach mal Schutzschild drücken und zu scouten oder Wish, oder also Wunschtraum. Okay, beruhigen Sie sich. Ja, ich versuche so viel wie möglich Deutsch zu sprechen, ja. Also bitte, er geht aber direkt raus, geht direkt in Zapdos. Flapper kommt wieder rein, ja. Und dann werden wir jetzt gleich mal sehen, ob der denn so Dings hat. Wollen wir drin bleiben in dem und einfach mal Verhöhner klicken? So, wo ist denn Zapdos hier? Das Ding ist, wir müssen nicht schneller sein. Ne, wir sind ziemlich sicher nicht schneller. Ne, dann ist das keine gute, dann ist das keine gute Idee. Dann lass lieber wieder in Aura gehen, um ehrlich zu sein. Ja, lass lieber in Aura gehen. Falls jetzt ein Auflockern kommt, ist es eben so. Dann müssen wir erstmal irgendwie ein bisschen was gegen dieses Zapdos tun. Vielleicht hat er auch kein Auflockern drauf, kann ja sein. Wenn er Ruheort, Orkan, Kehrtwende und Donnerblitz hat oder so. Oder Toxin noch drauf oder was weiß ich, vielleicht auch noch irgendwie ein Delegator oder so ein Kram. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, wenn da Kehrtwende drauf ist. Aber man weiß es ja nicht, ne? Und es kann ja auch immer noch Scarf sein. Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, ne? Es ist ja alles möglich. Es ist ja alles möglich. Ich weiß gar nicht, gegen Zarauer, die Kehrtwende. Kehrtwende. Ach nee, das heißt ja U-Turn auf Englisch. Ich muss nicht jetzt. Das ist immer alles gar nicht so einfach. Was kommt? Einfach wieder die Kehrtwende. Das ist in Ordnung, glaube ich. Das soll in Ordnung sein, glaube ich. Weil wenigstens unsere Giftspitzen liegen bleiben. Das ist sehr wild. Da gehe ich sehr, sehr gern rein. Und wenn jetzt nach Tara kommt, würde ich mich sogar dazu entscheiden, einmal einfach drin zu bleiben. Es kommt aber Latios. Latios also. Okay, gegen Zarauer.
Latios macht sehr, sehr viel Schaden. Wir könnten einmal Knock-Off drücken, aber ist es das? Ist es das Ding hier? Er muss sich jetzt halt sehr entscheiden, was er macht. Wenn wir jetzt in Primaren gehen, spricht eigentlich erstmal nicht viel dagegen, glaube ich. Ich gehe mal in Primaren. Ich gehe mal in Primaren und gucke, was passiert. Er ist jetzt hier drin. Vielleicht hat Latios auch Auflockern. Das kann auch sein, ne? Der kann das, glaube ich, auch, ne? Der kann das, glaube ich, auch. Mhm. Da liegt Auflockern drauf. Okay. Da liegt Auflockern drauf. Das ist sehr interessant. Mein Ausweichwert sinkt natürlich. Jetzt hätte ich sehr, sehr gerne einmal Abschlag gedrückt. Möchte ich ehrlich sein. Geht einfach für den Delegator einmal. Man könnte das schon machen. Was spricht dagegen? Nicht wirklich viel. Ich gehe mal auf den Delegator an der Stelle. Und der kann natürlich drin bleiben. Es ist gefährlich, auch rauszugehen. Das ist gar keine Frage. Dieses Primarenset ist natürlich äußerst kreativ. Shoutouts gehen raus an mein Hirn. Man muss aber auch sagen, dass der Kampf relativ spontan ist. Also relativ ist immer sehr relativ, ist klar. Vince hat mich am heutigen Tag, wo der Kampf stattfindet, gegen Mittag gefragt, ob wir heute kämpfen wollen. Wir sind eigentlich noch gar nicht dran in der Rangfolge. Es ist Spieltag 6 und den nehmen wir vor Spieltag 5 auf. Völlig grundlos. Und ich habe so ein Quick-Team-Building hingelegt. Und da ist dieses Primarenset entstanden. Äußerst kreativ, ich weiß. Shoutouts könnt ihr mir gerne per Super Thanks überweisen. Gar kein Problem. Naja. Und er muss sich jetzt natürlich doppelt überlegen, was er hier macht, weil Primarene ist nicht ganz ungefährlich. Ne? Wenn ich eine Mondgewalt drücke, macht's Aua. Aber es kommt einfach der. Okay. Manschlex. Also Mamfaxo. Gegen meinen Primarene. So, Body Slam macht genug Schaden, um mein. Alter, der kriegt ja gar keinen Schaden. Wir könnten Siedewasser drücken, um ihn zu burnen. Und ich glaube, da hätte ich sehr Bock drauf. Ich will ehrlich sein, hätte ich sehr Bock. Weil dann kann er nämlich unseren Sub nicht mehr breaken. Gönn. Primarin. Gönn, gönn, gönn. Gönn, 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 gönn. Gönn. Wirbelwind. Ah ja, na gut. Wirbelwind ist interessant. Ach ja, es wurde ja aufgelockert. True? Ja, wir könnten jetzt wieder Giftspitzen legen halt, ne? Ich sehe das Problem jetzt actually noch nicht. Ich leg mal Giftspitzen einfach wieder. Einfach, weil es schön ist und Spaß macht. Was für eine Freude. Und er muss natürlich Angst vor Abschlag haben. Das heißt, er bleibt ja unter gar keinen Umständen drin. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, er ist also auf jeden Fall gepreppt gegen, Delegator Primarin. Das ist oder allgemein gegen so Delegator Stizzle. Okay, okay, okay. Und er scheint mir relativ speziell defensiv zu sein, weil unser Siedewasser hat so, wenn ich das so in Betrachtung nehme, so 10-12% gemacht fast. Das ist sehr speziell defensiv. Sehr speziell defensiv. Zap, das kommt einfach wieder rein. Ja, das ist komplett speziell defensiv. Ja, ja. Okay. Also wirkt zumindest erstmal so, ne? Ist klar. Eigentlich habe ich nicht jetzt. Also, eigentlich müssten wir hier nicht rausgehen unbedingt. Aber ich möchte keine. Ich möchte keinen Dings kriegen. Ich möchte einfach jetzt keine. Ich lege nochmal Giftspitzen. Noch eine Runde Giftspitzen. Diesmal kommt einfach die Hitzewelle. Okay. Ich bin fein damit. Giftspitzen again. So. Und Hitzewelle also, ja, okay. Und ich denke, er ist irgendwie gelockt, glaube ich. Ich glaube, er ist in irgendeiner Weise gelockt. Er spielt so auf diese Art. Ne, versteht ihr, was ich meine? Er spielt so auf diese Art. So auf diese Art. Wir könnten jetzt einfach mal in den gehen und gucken, was passiert, to be honest. Klar, weil es ja nicht gelockt ist, kann er jetzt halt für Kehrtwende gehen. Er kann ja auch einfach rausgehen und irgendeinen anderen Stissel machen. Mit Skelapa könnten wir aber eigentlich immer tricken. Weil. Boah, wie viel Schaden macht dieses Skelapa gegen den Latios? Das würde mich mal interessieren, weil da kann er ja eigentlich nicht unbedingt drin bleiben, denn. Mit Spukball gegen ein offensives Latios 95-112%. Das ist guter Schaden. Das ist Chip. Das ist guter Chip. Aber. Na, müssen wir uns mal überraschen lassen, ne? Wir lassen uns überraschen. Muss er halt zweimal überlegen, was er macht. Mein Wechsel ist sehr offensichtlich. Ich schreibe mir eben nochmal die Hitzewelle auf. Er scheint aber entweder... Entweder ist er doch nicht gelockt. Das werden wir jetzt herausfinden, glaube ich. Oder er ist gelockt und geht nochmal für Hitzewelle. Er ist nicht gelockt. Okay. Okay.
Okay. Wenn jetzt nach Tara kommt, trick ich den. Dann ist mir auch scheißegal, dann soll der Schmarotzer gehen. Der wird getrickt. Safe. Schmarotzer macht keine 50%. Klar, ist ein bisschen unangenehm. Es könnte jetzt... Latios ist eigentlich nicht der Play jetzt, glaube ich. Ich glaube nicht. Also er muss sich jetzt irgendwas, muss er sich jetzt vergiften lassen, I guess. Oder... Na, was wird noch nicht vergiftet? Eigentlich nur Latios und Zapdos nicht. Alles andere wird vergiftet. Und es kommt Jürgen. Und das ist Inteleon, okay. In Inteleon haben wir aber eigentlich unseren Switch. Er kann natürlich wieder für Kehrtwende gehen und so, das ist klar. Kann er immer machen. Aber wir gehen halt in den Zangenklaus und der sollte uns eigentlich auch hier keine 50% machen, außer er ist Specs. Das Schöne aber ist, wir können nicht gecrittet werden von dem. Selbst wenn der... der ist Choice. Also der selbst wenn der... Ja, doch. Also wenn der Wahlbrille ist, dann macht er über 50%. Definitiv. Müssen wir jetzt mal rausfinden. Aber der könnte auch Specs sein. So, wir gucken mal. Nee, der ist nicht Specs. Der ist unter gar keinen Umständen, ist der Specs. Nein. Unter gar keinen Umständen. So, wenn ich jetzt einmal auf den Nachthieb gehe. Wir könnten auch verhöhnern. Bringt mir das viel? Nein, eigentlich bringt mir das gar nichts. Ich glaube, es ist einfach Nachthieb drücken. Ja, einfach mal Nachthieb zwirbeln. Wenn die Para kommt durch Statik, dann ist es so, der ist auch nicht gechoiced. Okay. Der ist auch nicht gechoiced. Und er hat die Kehrtwende. Also haben wir Kehrtwende gesehen. Kehrtwende und Präzisionsschuss. Präzisionsschuss. Was für ein Wort, Alter. Es hört gar nicht auf. Du schreibst und schreibst und schreibst und es hört einfach nicht auf, dieses Wort. Holy moly. Naja. Kaffee, Vince. Wir sind nicht nur Arschbrüder, wir sind auch Kaffeebrüder. Kurz geht raus in dich, Digga. Schaut gerne mal bei Vince vorbei. Der labert auch immer sehr viel Schwachsinn in seinen Videos, in seinen Kämpfen. Und schafft es nebenbei auch noch irgendwie zu kämpfen. Ich weiß nicht genau wie. Aber naja, gut. So, schauen wir mal. Das macht gar nichts. Aber es triggert jetzt auch keine Statik oder ähnliches. Klar kann jetzt wieder eine Kehrtwende kommen, dies, das. Ist mir das egal? Theoretisch ja. Kehrtwende. Wir könnten auf Wolkenklaus gehen. Was kommt in den rein denn? Inteleon wieder. Will ich nicht zulassen unbedingt. Das ist mir zu gefährlich. Das hier. Ich glaube, ich gehe auf Aura raus. Klar, wieder Kehrtwende, dies, das. Möglich ist alles. Dann kann ich einfach meine Hitzewelle drücken wieder. Auch klar. Aber wir wissen ja inzwischen, dass der nicht... Er geht einfach wieder für Kehrtwende. Ne? Es ist einfach nur noch nervig. Ich hätte in Dings bleiben sollen, in Piondragi vielleicht. Aber naja, gut. So, was kommt jetzt hier rein? Ist Golgantis vielleicht Walschall? Hat er überhaupt einen Walschall-Pokémon? Es sind Fragen über Fragen. Sacklaus kommt rein. Das ist diesmal Latias. Ich glaube, ehrlich gesagt, diesmal gehe ich einfach für den Abschlag. So, soll er halt auflockern, dann kriegt er halt einen Abschlag. Dann sind die Giftspitzen zwar wieder weg, aber wir können sie ja wieder legen. Inteleon ist ohnehin schon schwer vergiftet, was sehr nice ist. Das kriegt er theoretisch auch nur mit Nachtara weg. Wenn er jetzt einen Draco zwirbelt, wir wissen aber, dass er nicht Scarf ist, das ist also nicht Walschall, das ist auch schon mal gut. Der kann uns aber einfach wegknallen, problemlos, relativ problemlos, aber Abschlag sollte hier auch eigentlich guten Schaden machen. Das killt einfach fast, okay. Na gut, Seelentau ist weg und Psychokinese kommt, okay. Ja, die sollte nicht killen, entsprechend, genau. Und wir gehen hier für... Naja, ich würde sagen, Ableithieb, oder? Geht er nochmal raus? Was meinst du? Da bleiben die Giftspitzen liegen jetzt, ne? Wenn er den abwirft. Die bleiben dann einfach liegen. Er könnte... Kann er Tiefschlag? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der nicht Tiefschlag kann. Der hat auf jeden Fall Seelentau. Das ist eine ganze Menge Schaden. Und wir haben die Psychokinese gesehen. Okay. Psychokinese. Finde ich interessant, dass der Psychokinese über Psychoschock spielt, weil Primarin ja eigentlich besser von Psychoschock getroffen wird, gerade nach Gedankengut und so. Aber ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn Nachtara reinkommt oder Mampfaxe. Mampfaxe wird nicht kommen, aber Nachtara könnte kommen. Das wäre sehr, sehr geil. Muss ich zugeben.
Es wäre unendlich wild. Es wäre unendlich wild. Das wäre so gut. Holy shit. Er geht echt raus. Was kommt rein? Bitte nach Tara, komm. Flapper. Ach, nicht Flapper, Alter. Warum denn Flapper jetzt? Was soll denn? Aber so kriegen wir nochmal ein paar... Naja, mehr KP sind das jetzt auch nicht. Aber er hebt sich auf jeden Fall... Dings nochmal auf. Latios. Und wir haben jetzt natürlich so gewisse Probleme. Er wird niemals für den Elektro-Move gehen, das ist klar. Hitzewelle, Orkan, das alles sind Optionen. Ich weiß jetzt leider noch nicht so richtig was über den. Das ist echt Shit. So, wir haben 51 KP, das sind 15%. Wir leben also auch kein Orkan. Wie viel macht unser Abschlag? Plasmafäuste macht ein bisschen Schaden. Den brauchen wir leider noch. Ich glaube, den hier brauchen wir am wenigsten. Ich gehe mal auf den einfach. Könnte man Flam... Jetzt können wir Free Flammwurf zwirbeln, ne? Jetzt, wo Latios quasi tot ist, könnten wir das mal machen. So, er kann ja für Kehrtwende gehen. Er geht aber für Ruheort. Ist fair. Jetzt hätte ich sehr gerne nochmal einen Ablight-Tip gezwirbelt, aber ich wäre schneller gewesen, ne? Ist auch ein bisschen blöd. Und er könnte für eine Kehrtwende gehen. Ich würde sehr, sehr gern Trickbetrug drücken. Was hat er wohl für ein Item? Drücke ich einmal Trickbetrug einfach? Flammwurf kann gegen ein nicht speziell defensives Zapdos halt 50% machen. Theoretisch. Ich glaube, er geht einfach für eine Kehrtwende bestimmt, oder? Ich drück Flammwurf. Ich drück einfach mal Flammwurf. Er bleibt auch drin. Wie sieht's aus mit dem... Der ist nicht speziell defensiv. Der ist eher offensiv, glaube ich. Okay. Das ist interessant. Er drückt wieder Kehrtwende. Wir haben noch Ruheort gesehen. Ruheort. Haben wir noch gesehen. Und was soll jetzt reinkommen halt? Man fuck so kann. Weiß er, dass wir Scarf sind jetzt? Nee. Nicht, wenn er nicht viel Speed Investment hat. Wenn er viel Speed Investment hat, dann weiß er es. Dann weiß er es. Aber wir können schneller sein als Zapdos, glaube ich. Ne? Das Gelabra kommt maximal auf 284. Zapdos ja, kann auf jeden Fall langsamer sein. Klar, je nachdem, wie der investiert ist halt. Er kann schon Full KP sein. Ziemlich. Ja, der kann schon Full KP sein und eher physisch defensiv. Vielleicht. Dann kann er halt nicht wissen, was passiert, ne? Was haben wir denn gegen den gedrückt? Nachthieb. Das hat echt nicht viel Schaden gemacht. Soll ich mal gucken, was so ein Nachthieb... Das kann hinkommen, glaube ich. Und jetzt kommt Jürgen. Jürgen bekommt nochmal Gift. Jürgen kann jetzt halt zweimal Präzisionsschuss drücken und Zangenglaus eliminieren. Wir wollen das eigentlich nicht... Aber das ist jetzt auch nicht der Play. Wir könnten in den gehen. Kann der was Krasses gegen Primaren? Lass mich mal gucken, was Inteleon gegen Primarene macht. Nicht so viel. Dann gehen wir mal in Primaren. Die Giftspitzen liegen auch noch. Das finde ich sehr, sehr gut und wichtig. Richtig und wichtig. Es kann einfach eine Kehrtwende kommen. Kommt aber Präzisionsschuss. Bitte kein Crit so. Ich habe gar keinen Bock auf so Crit-Scheiß. Das ist ein Crit. Also ich denke, dass der einfach so Scope-Linsen-mäßig unterwegs ist. Maybe. Ich zwirbel jetzt einfach mal eine Mondgewalt irgendwo rein. Da würde ich mich sehr sehen. So eine schöne Mondgewalt. Die scheppert. Die scheppert. Da ist auch nichts. Also, man fragt so, möchte halt reinkommen. Ja. So. Nach wie viel Prozent ist denn der jetzt ungefähr? Der hat 6%, 12% gekriegt und nochmal 6 und 12. Und 24, 30, 36%. Okay. Na, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Und jetzt kommt maybe einfach mal ein Fax zu rein. Das würde mich nicht besonders freuen, muss ich zugeben. Aber er wird... der wird schwer vergiftet, ne? Das wird er. Das wird er.
Und das ist eine gute Sache. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber dieses Inteleon macht leider a bissl too much Druck. A bissl too much Druck. Auge machen kommt. Dash ist Mamfaxo. Der wird jetzt schwer vergiftet. Das ist eine sehr schöne Sache grundsätzlich. Ich hätte zwar lieber den Burn gesehen auf dem, aber hey. So, die Überreste triggern ein bisschen. Wir sind bei 50%. Er bekommt so Schaden, aber er könnte halt so restmäßig irgendwas sein. Ich würde sehr gern auf den gehen und tricken, dann könnte man schon machen. Ich mach's einfach mal. Wenn Wirbelwind kommt, dann ist es halt so. Ist mir dann auch egal. Wir hätten auch einmal den Delegator drücken können, aber ich glaube, die KP sind mir gerade ein bisschen wichtiger, als vielleicht Sub rauszukriegen. Das ist halt echt ein bisschen problematisch insgesamt. Es kommt Body Slam, den wärmen wir ganz gut ab, I guess. Er bekommt nochmal schön Toxinschaden. Und ich werde einfach mal eine Runde jetzt Trickbetrug einsetzen. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Inteleon hier reinkommt. Ja, das ist schon mal gut. Das ist grundsätzlich schon mal ganz in Ordnung. Von ihm kommt Erdbeben. Okay. Das wird Schaden machen. Safe. Ja, ja. Das macht Schaden. Aber das sollte in Ordnung sein. Jetzt ist halt das Problem, er ist auf Erdbeben gelockt. Er weiß, dass er auf Erdbeben gelockt ist. Aber er ist immer noch langsamer. Wie viel mache ich denn mit Flammenwurf gegen den eigentlich so? Würde ich jetzt gerne mal wissen. Der hat Speckschicht. Aber kein Evolid mehr. 17-20%, also viel zu wenig. Nice. Spukbar kann ich natürlich nicht drücken, das ist klar. Wir könnten auf Smogmog gehen. Erdbeben ist jetzt echt problematisch, weil wenn er jetzt doppelt, also to be honest, schmeiße ich, glaube ich, Skelabra an der Stelle ab. Weil wenn er jetzt doppelt auf Latios, ist er schneller als alles Mögliche von mir. Und das kann ich eigentlich nicht zulassen. Ja. Wenn Latios jetzt reinkommt, dann tot. Sehr gut. Aber ist Latios tot? Skelabra hat mal irgendwas gemacht. Cool. Damit bleiben auch die Giftspitzen liegen. Ob wir jetzt noch schneller als Zapdos sind oder nicht, weiß man nicht. Ich würde aber immer einfach Flammenwurf drücken, glaube ich. Wenn er reinkommt. Ansonsten kommt Jürgen. Das ist wieder Inteleon. Und auf Inteleon schmeiße ich den ab und drück Spukball, glaube ich. Soll er mich jetzt halt killen? Ist jetzt eben, wie es ist. Das Ding ist, ich kann da jetzt nichts reinschicken. So. Damit ist Gelapa leider auch schon wieder weg. Aber das ist, ja, Primarenzeit halt, ne? Es ist Primarenzeit. So, der ist jetzt so bei 60%, I guess. Und Primarin stirbt nicht am Präzisionsschuss. Wir könnten auch auf Donnerklaus gehen. Wir wissen ja, dass er nicht scarfed ist, ne? Dann ist es ja eigentlich immer Donnerklaus. Inteleon gegen Zara Aura. Knockoff muss noch nicht killen, dummerweise. Ist jetzt schwierig. Also ist es erstmal wieder Primarin. Wenn Knockoff jetzt gekillt hätte, safe, wäre ich immer in Aura gegangen, hätte Knockoff, also Abschlag gedrückt. So ist halt ein bisschen problematisch, um ehrlich zu sein. Hier ist es aber wahrscheinlich einfach wieder eine Mondgewalt. Ja, einfach eine Mondgewalt zwirbeln. Let's go. Zapdos will er hier wahrscheinlich eher nicht reinschicken, I guess. Also kann ich mir irgendwie jetzt nicht vorstellen. Präzisionsschuss sollte nicht killen. Naja, ein Crit macht 2,25-fachen Schaden, aber der ist auf Wahlbrille gewesen. Ja, sollte nicht killen. Das sind dann 36, das sind dann so 45% oder sowas. 2,25-fach ist es, ne? Ja, irgendwie sowas bei 40% drin. Also, kann er hier eigentlich nicht drin bleiben. Mamfaxo ist quasi tot. Der trägt jetzt auch den Wahlschal. Und wir haben Erdbeben gesehen. Ich glaube, der ist ziemlich useless.
jetzt, wo es Skelapa tot ist, sowieso. Weil der gelockt ist, fast tot, toxiniert, alles. Das Schöne ist, dass alles toxiniert wird von ihm durch die Giftspitzen. Sein Auflockern ist weg. Das ist sehr, sehr gut. Wenn wir also noch ein bisschen schaffen zu stallen, dann ist gut. Wenn man Faxo jetzt reinkommt, hoffe ich fast nicht, dass der stirbt. Vielleicht hätte ich doch eher Sub drücken sollen. Also Delegator. Was will er hier aber reinschicken? Auge machen. Stirbt der schon? Der hat halt kein Dings mehr. Der hat halt keinen... Ja, der stirbt noch nicht. Und da ist jetzt natürlich gewissermaßen die Frage. Drückt der Wirbelwind? Ist das meine Chance hier für Sub zu gehen? Eigentlich darf er nicht. Er darf nicht Wirbelwind drücken. Um ehrlich zu sein. Er darf nicht Wirbelwind drücken. Primarin ist noch wichtig. Auf jeden Fall gegen Nachtara noch sehr geil. Und wir kriegen bestimmt auch nochmal einen Sub raus gegen Nachtara. Das heißt, ich würde jetzt einfach rausgehen auf Wolkenklaus vielleicht. Ja, ich gehe für Wolkenklaus. Hoffe, er drückt nicht Body Slam, sondern Wirbelwind einfach. Er drückt Body Slam. Wow, hätte ich doch Sub drücken können einfach. Bitte keine Para wenigstens. Gut. Gut, gut, gut. Keine Para so far. Sub, das ist bei 50%. Das heißt, dem können wir gerne mal eine Steinkante um die Ecke zwirbeln. Manfaxo ist tot. Und den Kill bekommt Piontragi. Das ist schön, Piontragi. Ich freue mich sehr für dich. Das ist schön. Das ist sehr schön. Piontragi. Oh, hätte ich Sub gedrückt. Also Delegator gegen den. Und immer, wenn ich hier Primarin gucke, der hätte ihn immer gebrochen. Hätte jetzt auch nicht so, nee, obwohl der hat super viel Attack Investment hier drin. Boah, der hätte ihn nie im Leben nicht gebrochen. Ach du Scheiße, dann war es ja übel der Missplay von ihm. Er hätte mein Sub einfach zugelassen. Ach du Scheiße. Jetzt kann Inteleon halt wieder kommen. Das ist auch sein einziger Play eigentlich. Ich weiß gar nicht, was er überlegt. Klaustrophob kommt aber rein. Ice Punch. Der will Ice Punchen, ja? Gegen Lando. Ich glaube, der kann Ice Sieb. Das macht so viel Schaden. Aber wir haben ja eigentlich immer... Das wäre fast der falsche Switchen gewesen. Wir haben eigentlich immer unseren Switchen dabei, was wichtig und richtig ist. Vergantes kommt hier rein, aha. Will er sich setupen? Könnte er machen. Er ist aber auch toxiniert. So. Und solange das jetzt kein Erholungsset ist, ist der auch eigentlich schon wieder ganz gut. Okay, entschärft erstmal. Klar, der kann jetzt so Schwertanz drücken. Klar, der kann jetzt, Erdbeben bringt's nicht. Wird er hiergegen auch nicht drücken. Poltergeist. Also, Ice Heap ist halt ein Ding. So. Was drückt er denn jetzt? Steinpolitur. Okay. Jetzt halt die Frage, was hat der? Ich würde einfach mal Flammenwurf drücken. Jetzt ist halt die Frage, was hat der? Wir müssen den jetzt Chippy Chappy, ganz viel Chappy Chuppo machen. Ganz, ganz viel. Damit er hier nicht gefährlich wird. Steinpolitur. Okay. Steinpolitur. Ist er vielleicht Schwächenschutzkram? Tarnstein. Tarnsteine gefallen mir aber gar nicht. Er könnte so Schwächenschutzkram sein, durchaus.
Durchaus könnte er das. Möchte ich Toxin drücken, falls Zapdos hier reinkommt? Wird Zapdos hier reinkommen? Kann ich immer noch Toxin drücken, ne? Ich drück mal Flammenwurf weiter. Wenn Zapdos reinkommt, kann ich immer noch Toxin drücken. Kommt Zapdos hier rein? Räumerliga. Das war nicht Zapdos. Ne, das ist nach Tara. Okay. Wird auch direkt vergiftet. Mir gefällt das. So, und der kann jetzt so Wischkram machen. Der hat die Überreste. Der kann jetzt so Wishy-Washy-Kram machen, na klar. Ist kein Problem grundsätzlich. Wir könnten in Primaren gehen. Wir könnten in den gehen, aber wenn der Schmarotzer kommt, ist fies. Wir könnten ins... Nee, der drückt Wish. Oder der drückt immer Wish. Drückt der immer Wish? Schmarotzer gegen den ist auch viel zu doll. Wir müssen versuchen, den Sub rauszukriegen. Wenn er jetzt wischt, müssen wir versuchen, den Sub rauszukriegen, denke ich. So, was haben wir denn davon jetzt nicht mehr? Latios ist weg. Okay, er doubled. Flapper kommt rein. Und der ist weg. Okay. So. Gegen Zapdos möchte Primaren natürlich nicht drin sein. Das ist hoffentlich klar. Das ist klar. Er kann aber nicht für die Elektroattacke gehen eigentlich. Deswegen lebe ich noch eine Kehrtwende von dem mit Zerahara, bitte? Aber der wird doch jetzt auch nicht... Ich kann jetzt eigentlich nicht in Zerahara gehen, oder? Den aber auch nicht so richtig. Roostet der vielleicht einfach? Ist Primaren hier noch so unendlich wichtig? Ich meine, ja, gegen nach Tara noch sehr, sehr wild. Da ist alles andere halt ein bisschen scheiße. Der lebt halt nochmal einen Hit von dem. Der ist wichtig für den. Ich glaube, ich gehe einfach in den. Ja, ich glaube, ich gehe einfach in Demeteros. Ich denke, ja. So. Natürlich Tarnsteine jetzt Gigashit. Hier kommt einfach Ruheort. Haben wir schon gesehen. Möchte ich einfach eine Steinkante zwirbeln? Wie viel Schaden macht der auf mich? Mit Orkan schon ganz nett. Wenn er defensiv ist. Der wird aber auch defensiv sein, denke ich. Jetzt einmal Schwertanz. Ich drücke jetzt einmal Schwerttanz. Er kann für Kehrtwende gehen, ne? Dann ist es nicht Schwerttanz. Dann ist es Steinkante immer. Falls er für Kehrtwende geht auf Inteleon oder so. So, Steinkante kommt und hittet. Macht sogar ganz guten Schaden. Kommt hier einfach eine Hitzewelle und misst. Das ist gut, das ist wichtig und richtig. Wichtig und richtig. So, die nächste Steinkante muss auch wieder hitten. Wir haben eine Chance zu killen, glaube ich. Wir haben an die 50% gemacht. Und sie hittet. Und killt. Sehr nice. Dann ist Zapdos weg. Lando holt sich einen Snack. Und jetzt kommt Inteleon. Und holt sich auch einen Snack wahrscheinlich. Ja. Das Gute ist, wenn Inteleon sich jetzt einen Snack geholt hat, wir brauchen eigentlich Lando nicht mehr, to be honest. Also Lando schon nochmal ganz nett, gerade wegen dem Schwerthans, aber da haben wir halt Schmarotzer nach Tara, was schwierig ist. Wir haben Golgantis, was wir mit anderen Pokémon besser handeln können, glaube ich. Und wir haben das Inteleon noch. In meinen Augen heißt es, dass Lando hier abgeworfen werden kann. Wie voll ist Primaren? Na, ist schwierig. Ja, es ist nicht ganz einfach. Aber Lando,
bringt mir ja dann auch nichts so. Deswegen drücke ich hier einfach mal eine Runde Erdbeben. Hm. So, wenn der jetzt mich gekillt hat. Was er natürlich easy macht. War auch wieder ein Crit, na klar. Also ist ja auch berechtigt, ne? Alles gut. Dann ist er jetzt aber auf einer Range, wo Sarah Aura den fast immer killen sollte mit Abschlag. Auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass Primarin wieder sehr verführerisch aussieht. Nee, Abschlag muss hier nicht killen. Nee, nee. Dann ist es doch eher wieder Primarin. Der Primarin hat 168 KP. Das entspricht 46%. Ah, oh. 123. Aber ist okay, glaube ich. 34%. Wir versuchen es einfach mal mit einer guten alten Mondgewalt. Er geht für Präzisionsschuss, killt es. Das ist halt Schwachsinn. Das ist halt Schwachsinn. So, okay. Dann müssen wir jetzt wohl mit Zero Hour reingehen. Es nützt ja nichts. Wir müssen Plasmafäuste drücken eigentlich. Unangenehm. Plasmafäuste. Ja. Plasmafäuste. Ja. Wir müssen eigentlich. Also Ableitheap macht 40. Wir können auch Ableitheap drücken eigentlich. Das sollte auch. Wobei ich nicht weiß, wie viel HP-Investment der hat. Wenn der ein bisschen mehr hat. Warte mal, der hat kein Item hier drauf. Warum nicht? Er killt Knockoff immer. Dann drücke ich jetzt natürlich Knockoff. Ist klar. Er geht raus. Okay. Räumerliga kommt rein. Okay. Abschlag. Damit sind schon mal die Überreste weg. Problematisch ist es jetzt halt nur, dass der mit Foulplay viel zu viel Schaden macht. Und wir haben das, glaube ich, verloren an der Stelle. Nee, noch nicht unbedingt. Noch nicht unbedingt. Ich drücke jetzt halt Ableitheap, I guess. Oder macht Plasmafäuste mehr Schaden? Naja, mit Ableitheap können wir vielleicht nochmal ein bisschen was leben. Ich drück mal Ableitheap, ne? Ich drück mal Ableitheap. So. Er muss eigentlich nur Schmarotzer drücken. Ja. Er muss halt nur Schmarotzer drücken. Wenn er jetzt irgendwas anderes drückt, schwierig. Er drückt aber einfach Schmarotzer, okay. Damit bekommt Nachtara diesen Kill an Sarah Aura. Sarah Aura hat mal wieder nichts geleistet. Perfekto. So, und jetzt ist halt das Ding, Zangenklaus sollte noch einmal irgendwas leben. Von von Inteleon. Was ist jetzt am klügsten? Wir killen den damit nicht. Damit auch nicht. Der kann also nochmal wischen im schlechtesten Fall. Was ist jetzt der richtige Play? Verhöhner drücken? Maybe ist es einfach nochmal Verhöhner, damit er nicht wischen kann. Wir brauchen halt unbedingt nochmal Recovery, glaube ich. Drücke ich jetzt einmal Verhöhner? Ich muss eigentlich einmal Verhöhner drücken. Weil der kann jetzt aber eigentlich auch nicht rausgehen, ne? Na, ich glaube, das haben wir noch gechoked an irgendeiner Stelle. Ich glaube, das haben wir noch verloren. Also ich drücke jetzt halt Verhöhner, damit der jetzt hier nicht irgendwie so Wish-Scheiße machen kann. Boah, buh. Aber ich werde auch mit Sarah Aura nicht nochmal rausgehen können. Das ist halt auch Bullshit. Weil
Ja, perfekt. Perfekt. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, was Inteleon macht gegen Sing. Ja, wenn er crittet, stirbt Smogmog halt einfach. Und ich bin, glaube ich, langsamer als Golgantis. Ich bin langsamer als Golgantis. Wahrscheinlich. Na, wobei, vielleicht gar nicht unbedingt. Ich drück mal an der Stelle hier jetzt Gift-Tip. Wenn wir schneller als Golgantis sind, kann es vielleicht noch irgendwie was werden. So, Nachtara ist weg. Kentragi gönnt sich noch einen Kill. So eine Maschine, Digga. So eine Maschine, Digga. Let's go. Und jetzt haben wir halt noch Golgantis und Inteleon. Inteleon ist eine Maschine. Aber Inteleon sollte den hier nicht killen können. Und gecrittet werden kann ich nicht. Ich gehe natürlich für Nachthieb. Natürlich. Präzisionsschuss kommt. Der sollte nicht killen. Und ich glaube... Nee. Der stirbt am Gift. Das ist wichtig. Das ist wichtig und richtig. 69 HP, Piontragi. Piontragi mit 69 H fucking P. 69 und steht hier gegen das letzte Pokémon, Glaustrophob. Vince hat noch 33 Sekunden auf der Uhr. Es tut Nachthieb. Wir sind schneller. Er stirbt nicht daran. Er ist Schwächenschutz. Okay. Kommt Poltergeist. Okay. Der killt dann sehr wahrscheinlich. I guess. Boah. Golgantis jetzt noch, ne? Aber stirbt er schon am Gift? Oh! Come on! Was? Boah, bitte habt nichts gegen Smogmog. Bitte habt nichts gegen Smogmog. Bitte habt einfach nichts gegen Smogmog. Riesen. Auf plus 2 Attack. Eigentlich sollte er nichts haben, was mich killt, ne? Er sollte nichts haben, was mich killt. Poltergeist, okay. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen. Dankeschön. Oh, Gott. Und damit stirbt auch Golgantis. Uff. Also das war am Ende nochmal viel enger, als ich das zwischendurch gesehen habe. Holy shit. Das war ein geiles Match. GG, Vincent. Sehr nice Match gewesen. Dieses Inteleon war ja fucking kaputt, Alter. Was ist denn da los gewesen? Aber die Prep, Alter. Kampfpanzer, Piontragi. Let's go. Da sehe ich mich. Und natürlich ganz wichtig auch die Prep gegen Golgantis mit Smogmog, mit Schwebe und keinem Item, dass er mit Bite Steps einen Scheiß machen kann. Dieser Hurensohn, Digga. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls dir der Kampf gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Schaut auch bei Vince rein. Und Leute, kommt schon. Es fehlt nicht mehr viel. Ich hoffe, der Kampf ist noch sehr lang hin, bis er veröffentlicht ist. Deswegen, ich drop's einfach. Nicht mehr viel bis zu den 5000 Abonnenten. Und die würde ich dieses Jahr sehr gerne noch erreichen. Also, falls du Bock hast, dann lass auf jeden Fall ein Sub in der Morgen da. Und, ja. Ach halt, Alter.